So, dann würde ich sagen, machen wir weiter, wa? Wo waren wir? Da lang. Müssen wir dann unten durch, ja, ne? Erkundet haben wir hier alles. Die Blume heißt, da war der Kaktus. Ja, okay. Na dann. Auf ihn. Namen her. Where'd this hole come from? I got a bad feeling about this. Ich hätte eher mit Tunnel übersetzt oder so. Did you hear that? I ain't gonna stick around. Later. Aha. Ein Tentakelmonster. Und ich habe zwei Damen dabei. Ach nee, das ist nur seine Zunge. Okay. Where on earth did this mole creature come from? No way! I'm not gonna let this thing eat us up. Wie hält er jetzt nicht aus, ne? Super. Planning an attack. Don't get caught. No. Ih, das hat sie getroffen. Autsch. So, wie war das mit ihrer Magie? Verdammt. Oh, das war schon mal total. Na voll. Sehr gut. Guter Schaden. Wow. Warum machst du so viel mehr zu einer beiden? Nach unten war das, okay. Ich habe auch noch gedacht, okay. Mehr. Wow. Achso. Out. Okay. Na los. Dann so, Magier macht am meisten Schaden. Oh, am meisten Schaden. Auch interessant, hätte ich mal nutzen können. 200 TP für. Und nochmal für sie. War es schon, okay. Ah, war ganz gut. Wir hatten das letzte Mal genau vor dem, ne, vor dem hier gespannt, ne? Aufgehört. Für ein Weilchen. Mhm. Interessant. Yeah, jeder ein Level ab. Everyone doing all right? Woo! So that's the legendary subterranean monster Jewel Eater. Well, I'll be.
Oh, the tunnel entrance you know as Stone Split Gap, we call Gem Valley. They say that Jewel Eater only surfaces in the valley once every 1,000 years. Oh, you all are lucky. So legendär sah der gar nicht aus. Hmm. The first gnome goes missing, and now Jewel Eater appears. What in tarnation is going on? Well, my ears done started burning. Gnome! You're all right. Well, of course I'm all right. See? There I was, just taking a nap, minding my own business, when Jewel Eater done come out of nowhere and dug a burrow straight in my bed. Oh my God. Komische Besetzung. If I hadn't woken up, I'd have been that monster's lunch. Phew. Ooh, that ain't nothing to laugh about. Gnome, we need your help. Oh, if it ain't fairy! Been too long, sister! With the power of the elementals, we can open the portal to the Sanctuary of Mana. Please? Well, I ain't one to turn down a request from an upstanding lady like yourself. Leave it to me, miss. Yeah, Erdelemente. Lichterde. Was kommt als nächstes? Wasser oder Eis oder so? Ich weiß es nicht. Wind vielleicht? Solche Sachen gibt es ja also. Du hast ja Zugriff auf Gnomes, da du jetzt Zugriff auf Gnomes Kräfte hast, kannst du Erdelementar-Magie einsetzen, indem du die Fähigkeit im Tab oder, Startmenü, Ausbildung, Lernpunkte zuweist. Einige Beispiele für Erdmagie sind Steinsäbel, Diamantsplitter. Diamantsplitter können wir, haben wir auch schon gelernt, glaube ich, ne? Kann man auch nicht durch? Well, I'll be. You guys are friends with the great and powerful gnome. I'm sorry for being so rude earlier. Here, you can have the nitromite on the house. Oh, don't you worry about it. No charge. Warum wir das jetzt überhaupt noch? Nitromit. Okay. Here, I'll send you right back to the entrance to Dwarf Tunnel with this magic rope. Ja, okay. Ich glaube, hier ist nichts weiter, ne? Also wir haben jetzt... Der Raum ist leer. You all take care now. Oh, give my regards to Gnome. Der ist hier direkt neben dir. Also bei uns. Weil, aber wir grüßen Gnome. Genau. Oh Mann, oh Mann. Bon voyage zurück. On it! It is up next! Wir können direkt speichern, das ist schön. Wir nehmen mal einen neuen Speicherstand. Ne, hier war's. Klassenfähigkeiten, ne? Spice ist das gleiche im Prinzip, ja? Ich muss nur gucken, wenn es eine Schwäche hat. Okay. Sie hat... Überschreitung? Mehr Magieschaden klingt gut. Oh, die Steuerung hier ist irgendwie in den Menüs. Da. Int hätte ja generell den Magieschaden, ne?
Zauberabwehr? Nee. Beim Wirken. Hm. Mach mal. So, nächster Charakter. Ach, da war das mit Durchschalten. Okay. Tätigungsbereit. 10% Chance auf 50% weniger Damage. Revanche. Alles doof. Mehr Power oder mehr Ausdauer? Ich warte mal bei ihm noch. Ich glaube, bei ihr gehe ich jetzt auf Glück. Solange ein Statuseffekt aktiv ist. Aha, das klingt auch nicht schlecht eigentlich. So ein paar Sachen hatte sie ja auch theoretisch, ne? Zwei Küre, so ein paar Buffs oder so. Aber hier sind keine drin. Wie kriegt sie die denn? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir erst noch warten. Jetzt bauen wir ja zurück. Die hatten wir noch nicht aufgemacht. Don't keep me waiting. On it. Got the nitromite. Remember, fuel, not food. Bon Voyage can send us to Valsana now. Let's go. Jetzt irgendwie Schnellzüge festlegen. Achso, und dann jetzt B. Okay. Gut. Direkt mal ausprobieren hier. Muss ich erst in den Kampf kommen? Oder? Ich seh doch mal einen an. Dankeschön. Den da zum Beispiel. Ja, okay. Sieht gut aus. Weak. Could have won alone. Die Karte hat eine komplett erkundet, ne? Noch einmal. Ja, sieht gut aus. Weak enemies. But stay focused. Ja, hier gibt immer noch gute Erfahrung, ehrlich gesagt. Kann man schon noch mal mitnehmen. Wow, die haben sogar mehr gegeben als die Zombies von da vorne. Wow, okay. Nehmen wir die jetzt unterwegs zumindest mit. Wir haben admirably. Dann ist ja auch bei Nacht eher einfach, weil, ne? Zombie, Werwolf. The area is clear of threats. We have earned a rest. All of us! One down! Of course we won! Get you! Oh, was ist hier los? Ja, doch, haben wir. Kaktus-Dingens. Ja, wir haben. Also, haben wir doch schon gemacht. Ja.
Na dann. Bon voyage. Jetzt sind wieder sie, ja. Schöne Stadt. Die Stadt erinnere ich mich aus dem alten Spiel noch sehr, auf jeden Fall. Ja. Die generiert keine MP. Ja. Ist natürlich doof. Aber wir haben mal andere Fähigkeiten dafür. So, erzähl mal. Hm? Who are you people? What? Excuse you? We risked our lives to get your stupid nitromite, and you forgot about us? Oh, right. I didn't forget. I just couldn't remember. So, what's that nitromite for again? I'm kidding. I remember now. It's for my revamped cannon, right? Excellent! Excellent! Head to the backyard, and I'll meet you there. Okay. Ich frage mich die ganze Zeit, ob da noch andere Fähigkeiten dazu kommen. Also die Liste ist ja jetzt nur bis 6. Kommt da nachher noch was dazu? Muss ich jetzt warten irgendwie? Wenn sie sollte ja eigentlich Unterstützungstalente haben zum Beispiel. Sie hat aber keine. Sie hat gar keine Fähigkeiten. Ich hätte gedacht, dass sie irgendwie Heilung noch kriegt oder so. Als Mana-Ding. Bisher hat er aber nicht. Also ändert sich die Klasse nochmal, weil die sind ja auch... Nee, hier. Sind ja auch theoretisch... Klassenfähigkeiten, aber ich habe noch keine Klasse oder was? Weiß nicht. Ja, mal gucken. Klassenangriffe. Sind Amazone, Kampfsportler, Magierin. Ja, mal gucken. Wir sind ja noch ganz am Anfang eigentlich. Weiß auch nicht, wie lange das Spiel ist, ehrlich gesagt. Isn't she a beauty? This is the revolutionary ultra fabulous turbo cannon number 2. Wind shear, check. Targeting, check. Locked onto Volsena. Ready? Yay! Ups. Oh, that cannon better not leave a scar. Yeah. What is up with this messed up terrain? Where is Volsena? Maybe the only path to Volsena. No one is perfect on the first try. I suppose we should take this in stride. Let us be off, everyone. Ja, schön. Großes Gebiet. Jetzt mal kunden. Da kann ich nachher langlaufen, ne? Ah, Stacheligel-Heile. Okay. Ist ja noch Nacht, ne? Nicht mehr lang, aber... Speichere hier mal zwischen. Wie viel gab's? 12. Mhm. Lass das. Ups, wollte ich gar nicht. Ah, Verschwendung. Egal. The area is full of threats. We have earned a rest. Warum ausruhen? Ihr seid doch noch volle Kanne voll. Braucht das gar nicht. Auch ein schöner See. Oh Mann.
genug. Hm. Hostile entity! Be careful! Autsch. Sollte ich mir anvisieren? Oder weniger? Keine Ahnung. Was? Edelsteintal voraus. Hang aufgrund von Bergrutschen geschossen. Hm. This is my fight. No need to trouble yourself. Straight. Bonbon. Ich hoffe irgendwie, wir lernen bald Klassen oder sowas. Also jetzt momentan erstmal die Punkte lieber aufhebe für dann. Vielleicht sehe ich ja dann irgendwie ab Level 8. Keine Ahnung, Heilung bei der Valkyrie. Die eine Amazon ist keine Valkyrie. Moment, da gehen wir gleich hin. Let us work together to defeat the enemy. Next. One down. Next. Is that it? What a joke. Die hatten wir schon mal. Na den. Ist das ein Geysir oder so? Ach so, ist ein Bau. Take down the enemy. One down. With this strength, I can make a difference. Hm. Geht's wieder hoch? Okay, ist ein anderer Weg. Immer zuerst da, wo wir noch nicht waren, ne? Wo noch nicht. Ja. Menace. Run. Defeated. Next. Oh yeah. Hm. Schon wieder bei 200, das geht viel zu schnell. Ich hätte auch gerne neue Auto. Hallo? Ist das erste Mal, dass wir ihn treffen, ja, ne? Hey! You folks heading to Volsena? Oh, you want an audience with the Hero King? Well, I'm Duran. I'm a Volsanan soldier. Mhm. Du warst beim anderen Teil der Hauptcharakter. It's a long story, but Version. I was away on a mission when I heard rumors that the Magician Kingdom of Altena is planning to invade from the north. Just came back to report to the king. Achso, also du hast keine andere Story, du bist auch nur zurückgekommen. Hm? Sorry to leave, but I'm in a hurry. Valsanan soldiers are top-notch. But our enemies are magic users. Don't let anything happen to the king. Begging you. Keine Sorge. Good luck. I'm counting on you. Altena is attacking Valsana? This is crazy. Now what do I do? Deine Mutter hat dich verstoßen. Also die wollte dich umbringen. Ich weiß gar nicht, warum du so an der hängst. Was ist das? Ja, Fragezeichen. Genau sieht's aus. Vielleicht geht das nur mit der kleinen Elfe oder so? Also mit der man auch, die man auch in der Party haben kann? Vielleicht versteht die Mehrheit von sowas? Oder Gnome oder was auch immer sie ist? We should work together to defeat this threat! Ich glaube, das war so ein altes Elfenvolk, oder? Von dem sie kam. Da kommen wir nicht hoch. Oder müssen später nochmal zurück. Ich weiß nicht. Entschuldigung, nee. Was ist das nur? No more enemies. Not until next time. Hm, da ist noch ein Baum. Ha, da müssen wir von unten also hinkommen. We
Ich hätte gehen irgendwie zu schnell vorbei, dass ich irgendwie auf die Verlegenheit kommen würde, um hier diese Skills zu benutzen. Sogar die Magie, die unsere Magierin einsetzt, ist eigentlich schon Overkill. Hostile Entities! Be careful! The area is clear of threats. We have earned a rest. So, dann müssen wir jetzt hier links. Of course we won. Wie gern würde ich jetzt Heilung einsetzen? Das wäre super. Naja. Oder ich lasse mich nicht mehr treffen. Ich weiß nicht. This is my fight. No need to trouble yourself. One down. Victory is easy with reliable companions. Die auch kleinere Heilungen? Das ist die kleinste Heilung, die ich habe, echt? Okay. Passt schon ganz gut. Autsch. Was? Ach, jetzt wird's Tag. Ah, okay. Oh, schicke Biene. Die Fräulein hier auch. Da bin ich jetzt wohl nicht auf diese Insel gekommen. Nee, muss ich mich nochmal umschauen. Ich kann hier zurück, ne? Ja. Warum sind so viele direkt nebeneinander? Ist doch mit Absicht so kompliziert gemacht, oder? We should work together to defeat this threat! So, das ist das, wo ich vorhin reingegangen bin, richtig? Macht das Sinn auf der Karte? Nee, es macht... Geh mal in das andere Loch. Wenn die mich lassen. Warum will sie nicht? Der Biene hat irgendwie keine Lust, direkt auf den Boden zu gehen. Yeah, GZ. Angela. Okay. Also wird so normal. Also da kommt man auch da raus. Ach ja. Davon habe ich nur noch. Ich davon nicht über 40? Nur Bonbons? Achso, im Kampf. Ah, okay. Jetzt habe ich davon mehr. Wo liegt X hier? So, hier war ich noch nicht, richtig? Schauen wir mal. Die armen Gegner. Naja. Nein, geh weg. Lass das. Danke. Next. Got you.
Da kann ich den nicht direkt runter mit einem Fuß geht. So. No more enemies. Until next time. Ich will immer noch auf die Insel in der Mitte kommen. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht, okay. Take down the enemy. One down. Stimmt eigentlich. Angela und Kevin sind schon sehr deutsch im Namen eigentlich, ne? Mittlerweile neudeutsch so. Kevin ist ja schon ein Name, der aus England rübergeschwappt kam. Endlich auf die Mittelinsel. Okay. Sollte dann vor ein paar Jahren bestimmt mal exotisch klingen. Seltsamer Star. Okay. All of us together. My turn. Stronger than you think. Oh nein, ich hätte erst die aus. Den Block nicht mal rufen. Na komm. Das sind aber 13, also die Wegpacken sind auch mit. Ich bin schon gewundert, warum die Flairmaus gerade so stark war eigentlich. Mhm. Ah, der hat es überlebt. Okay. Oh, 260 Erfahrung. Und Schocki. War ich da eben? Nee, da war ich noch nicht. Gibt's noch nichts Interessantes bei Ihnen? Großer Gegner. We should continue on our journey as planned. Da war das. Kann ich. Da gibt es noch mehr Karten, dankeschön. Komme ich da noch gleich hin? Meinst du? Stärker werden? Na klar. Wäre schlimm, wenn wir immer schwächer werden, oder? Na gut, das wäre die wirkliche Welt. Ich würde gerne das andere Loch nochmal rein, das ist hier nebenan, ne? Ist das das? Ja, und dann gehen wir hier links. Come on! Let's help each other! We should continue on our journey as planned. Don't keep me waiting! Allow me! Hier ist nur eine Höhle. Okay. Hostile entities! Be careful! You wish! Alle getroffen? Sehr schön. Allow me! Nee, hup. This is how it is done in Laurent Wind! Dies nicht reicht? Komm schon. This is strange. I can make the difference. Alle 15, sehr schön. Ja, dann brauche ich jetzt nicht weiter zurückgehen, ne? Also dann darf ich endlich vorwärts. Habe ich so gehört. War ich schon mal looten? Bin ich zurückgegangen, ne? Ja. Also gehe ich hier nochmal einmal durch. Viele Bienen. Defeat it quickly and move! Don't keep me waiting! Allow me! Don't
waiting. No. How's that? You wish. Hoppala. We should continue on our journey as planned. Loot? Loot? Kein Loot. Ey, könnte man sehr lange trainieren, wenn man wollte. All of us together. You wish. Wir spawnen ja immer direkt nach hier. We won admirably. Ist richtig, Molly. Look, careful. It's the enemy. Don't regret this. Ja, treffe ich den in der Luft. Victory is easy with reliable companions. Allow me. On it. Stachelsamen. Sachensamen, verdammt. Ja, Karte abgeschlossen. Weiter geht's. Ah, ist gar nicht. Hier geht's gar nicht. Jetzt irgendwie erwartet, dass sie rausgeht. Da ging doch da irgendwo noch ein Weg nach oben. Da komme ich auch von hier aus nicht hin. Ah, okay. Ich dachte, da. Da kommen wir gleich. Da muss ich hin, also gehen wir erst nach da. We should work together to defeat this threat. Of course we won. Okay. Irgendwie in das, der Form erinnert es mich eher an Brawler, so Zeitscrolling Brawler. Ja. Oder eigentlich ist es ja Hack and Slash. Anstatt RPG und RPG oder sowas. Hat halt RPG-Elemente mit dem Leveln, aber ich weiß nicht, ist noch nicht so viel mit drin. Ich glaube nur, dass das schon als RPG zählt, oder? Eine Falle. Was ist das? Was war da drin? Nichts oder was? It is unwise to get in our way. Stronger than you think. War das Gift hier oben? Ja. Sehr schön. Oh good. We don't have to be on guard for now. Schöne Gegend hier. I don't have time for this. Stop. That was hardly worth the trouble. So entspannt hier. Und eine schicke Brücke. Aber eine extra Einlage für Karren oder so. Oder für Kühe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall für schwere Sachen, damit das Gewicht ein bisschen verteilt ist. Er hat dann auch so ein Brett da läuft, ne? Mit so einer Kuh hier. Und da sind ein paar extra Details drin, die also mich immer wieder erfreuen. Und dann ist das steife Voice-Acting kommt dann wieder. Und die komische Übersetzung manchmal im Text. Die ist komisch, aber das ist okay. Das trägt eher zur Belustigung bei. I know what to do. Ich finde es ja eher schlimm, wenn was nicht bei Spielen so Gameplay nicht so gute Qualität hat, als weiß nicht, das Acting. Kaktus. Aha. Kaktusfratz. Also zwei noch. Yep. Ich frage mich, ob wir schon welche verpasst haben oder so. Bestimmt nicht. We should work together to defeat this guy. Sure.
Warte, wir würden schwer gehabt, den Gegner. Wo führt das hier hin? Kann ich jetzt noch eine ganze extra Höhle machen, oder was? Moment. Einmal reingucken. Das kommt mir bekannt vor. Da können wir jetzt mal. Okay. Also die Dinger haben hauptsächlich Gold drin, ne? Ne, auch Gegenstände, okay. Und nur eine Chance, nicht 100%. Ein Kaktus, yeah. Bei der Bilder sehen lustig aus. Ja. Guck mal, das in das überübernächste, da wo er so eine Hantel hebt, vielleicht können wir dann schneller trainieren oder so. Oder was auch immer das wird. Ja. Mhm. Wahrscheinlich lohnt sich das, die Kaktus-Dinger mitzunehmen. Oder wir kriegen 1:1 Stats, also irgendwie trainingsbezogene Sachen. Unsichtbare Wand, hä? Naja. Ist ja ein Square Enix-Spiel, ne? Wäre ja keins ohne unsichtbare Wände. Naja. Noch mehr Sachen Samen. Da kriegen wir ganz viele Sachen raus. Schön. Jetzt bestimmt 5, 6 oder so. Diese Dinger spawnen noch nicht nach, ne? Die gelben. Die. Weiß nicht, wie das mit den Fässern hier ist, mit diesen Krügen. Aber die Kisten bleiben offen halt und ja. Wer weiß. Vielleicht muss ich auch nur weiter weg gewesen sein oder so. Wenn sowas wiederkommt. Aber werden wir gleich sehen. Bekommt die Stimme? Bekommt die Stimme von dem von unserem Kevin hier? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich frage mich gerade, ob das die Stimme von 9S ist aus Nier Automata. Könnte sein. Ich bin mir sicher. Muss nicht sein, keine Ahnung. Aber ja. Macht auf jeden Fall Sinn, dass das Technik ein ähnliches, also immer das gleiche Studio beauftragt, wenn man da gute Arbeit hat, dann kriegt und so. Also für Voice Acting, wenn nicht. Die anderen beiden Stimmen kenne ich auch noch halt wieder, aber ich könnte die nicht zuordnen jetzt anhieb. Ich habe auch das Gefühl, es gibt mehr gute, markante Frauenstimmen oder als männliche. So in der Spielebranche auf jeden Fall. Kann hier so einzigartig sein wie, weiß nicht, Tialk, den man sich dann holt für Dead of War. It is unwise to get you. One down. Hier hört man es ja auch sehr deutlich aus.
niemand bestimmt. We should continue on our journey as planned. Da müssen wir nochmal hoch. Und da waren wir. Okay. Komm. Oh, Fledermaus. Schön, dass die Junge jetzt so viel Schaden macht. 16 schon. Spaltsteinknopf, da waren wir. Hm. Und Königreich der Ebene. Hm. So, jetzt sind wir gar nicht so weit geflogen, ne? Overpowered the enemy. Okay. Dann wollen wir mal. Valencia. What happened? Oder so. Tja, ist die Magier mich schon durchgerauscht? Altena Mages attacked. His Majesty is in danger. What? Ob wir den noch retten können, ich weiß ja nicht. Party finally made it to the kingdom of Valsena, only to find it in shambles from the attacking Altanish forces. Well done. Release the magical creatures into the castle and fall back for now. Yes, sir. Müssen wir uns nur mit den magischen Kreaturen rumschlagen? Cooler Teleport, ehrlich gesagt. How could it come to this? Altena attacking Valsena? We have to stop the Crimson Wizard and save the Hero King before it's too late. In welcher Welt ist denn Purpur das gleiche wie Crimson? Not just Valsenan soldiers. There are mages from Altena here too. So? Is this what you wanted, Mother? Also, wäre die korrekte Übersetzung Blutrot oder sowas? So. I'll take down the enemy. No extra. Ach ja, wenn ich Kevin nicht selber steuere, macht er keinen Schaden, ne? Und die andere immer noch gezaubert. Okay. Also, gut. Ich hätte ich eben speichern sollen einmal. Heilen und so. Erstmal Loot. Die halten auch schon einiges aus. Obwohl die auch nur Level 13 sind. Die hatten erst schon 15 noch. Die sehen cool aus. Let us work together to defeat these next. Okay. Let Valsena fall like Lorat. Ach ja. Careful! It's the enemy! Next! Rüstung kann man sonst nicht, ne? Nee. Nur da in Seiten. This is my fight. No need to trouble yourself.
so gern, dass sie heilen kann. Unsere Kür. Hätte sie. Also. Deswegen habe ich sie an die Party mitgenommen. Sonst hätte ich, glaube ich, einfach die Priesterin genommen bei dir. Keine Elfen. Oder den Schurken oder so. Fand ich von der Story her interessant eigentlich. Falkenauge, oder wie hieß er? Ja, ne? Kann ich mich anquatschen? Mach die noch einmal lang und dann weiter. Will not let Valsena fall like Laurent. Ist nichts? Gut. Ich meine, die Truppen im Hof sind jetzt schon wieder da, oder? Nee, zum Glück nicht. Was ist hier los? Sackgasse. Kein Loot, ja?